Der amerikanische Zen-Meister Bernard Glassman versucht seit Jahrzehnten, moralische Prinzipien des Buddhismus im Alltag zu verwirklichen. Immer wieder lebt er zeitweise mit Obdachlosen auf der Straße. Nicht um zu missionieren, sondern um in ihr Leben einzutauchen und gemeinsam etwas zu verändern. Aus seinem sozialen Engagement entstand in New York die Grayston Foundation. Glassman gründete Unterkünfte für Obdachlose, einen Kindergarten und diverse andere Einrichtungen, die sich gegenseitig ergänzen. Erfolgreich ist dabei vor allem die Grayston Bäckerei. Während der Arbeit pflegen die Mitarbeiter eine Lebensphilosophie, die über die reine Herstellung der Waren hinausgeht. Auch Arbeit ist eine Form der Achtsamkeit. Heute verfolgt der 70-jährige Glassman, ein studierter Luftfahrtingenieur, die Spuren seiner jüdischen Vergangenheit. In dem von ihm gegründeten Zen Peacemaker Orden verwirklicht er buddhistische Friedensarbeit. Für Glassman bedeutet das Leben zu bezeugen, sich vor allem auf die unterste Stufe zu begeben. Realität umfasst alle Bereiche, auch die, die wir nicht sehen wollen. Bernard Glassman gilt als einer der härtesten und anspruchsvollsten Zen-Meister des Westens. Er ist jemand, der nicht nur die Erfahrung der Erleuchtung gemacht hat, sondern sie konsequent im Alltag anwendet und lehrt. Auf das Gespräch mit ihm habe ich mich sehr gefreut. Beginnen wir mit der Wirtschaftskrise, in der wir jetzt stecken, die ja global ist. Was denken Sie darüber oder über die Klimakrise, die wir haben? Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen und was die möglichen Lösungen? Ich glaube, ich kann mehr darüber sagen, wie man mit der Krise umgehen kann, als über mögliche Ursachen oder Lösungen. Die Ursachen werden im Rückblick von Historikern analysiert und es wird wahrscheinlich viele Theorien darüber geben. Und die Folgen, die überlasse ich lieber Propheten. Aber ich kann etwas über den Umgang mit der Krise sagen. Denn in mancher Hinsicht ist das Leben immer eine Krise. Unsere Körper erleben eine Krise, wenn wir müde sind. Krebszellen bilden sich und sterben wieder ab. Die Weltwirtschaft bricht zusammen und richtet sich wieder auf. Ich denke, es gibt drei Leitlinien, die uns erlauben, mit fast allem fertig zu werden. Die erste Leitlinie, nicht wissen, bedeutet, dass man nicht versuchen sollte, etwas sofort zu verstehen. Man sollte einer Situation, auch einer Krise, vollkommen offen begegnen, anstatt herauszufinden, wie sie passiert ist oder wie man die Situation wieder in geordnete Bahnen lenkt. Die zweite Leitlinie lautet, Zeugnis ablegen. Das bedeutet, sich komplett einer Situation zu öffnen. Das Interessante an Krisen ist, dass es unmöglich ist, sich nicht ganz und gar in sie hineinzuversetzen. Nehmen Sie die Finanzkrise. Sie sagten, sie sei weltweit und betrifft jeden und alles, und das ist ja auch sofort einzusehen. Aber tatsächlich betreffen alle Ereignisse jeden. Es ist nur nicht immer so leicht, das zu verstehen. And to bear witness means to be in that situation, and such as a financial crisis, in no way to. Manchmal müssen wir, um lernen zu können, völlig in ein Problem hineinspringen, dort sein, es fühlen. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass wenn man es schafft, vollkommen einzutauchen, ganz offen und unvoreingenommen, sich daraus drittens ganz automatisch Handlungen ergeben. Und es sind die angemessenen und heilenden Handlungen. Normalerweise will man ja gerade nicht in einer Krisensituation stecken. Nun sagen Sie, man solle genau das tun, was man nicht will, und sich vollständig hineinversetzen. Personally, the way I train myself,
Ich persönlich trainiere mich so, dass wenn ich eine Situation wahrnehme, die eine Krise ist oder sich anfühlt wie etwas, das ich nicht verstehe oder wovor ich Angst habe, sodass ich eigentlich weg davon und raus will, ich mich im Gegenteil hineinziehen lasse. Auf diese Weise übe ich. Ich dringe in die Aspekte des Lebens ein, mit denen ich mich nicht abgefunden habe. Denn für mich macht das Leben in seiner Gesamtheit aus, wer ich bin. That I have not become at ease with, because for me all of life is what I am. So if I Als ich zum ersten Mal die Gedenkstätte in Auschwitz betreten habe, das überwältigte mich so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich Zeugnis davon ablegen musste. Ich musste dort bleiben, dort sitzen, gleichsam den Geist einatmen, die Umgebung. Genau daraus entwickelten sich neue Handlungen. Das habe ich immer und immer wieder getan. Ich habe mich in schwierige Situationen begeben oder ich bin an Orte gegangen, die Menschen eher meiden. Daran wachse ich und das versuche ich weiterzugeben. Wenn Sie das tun, entstehen eine Menge sogenannter negativer Emotionen. Angst, Verwirrung, vielleicht Ärger, viele verschiedene negative Emotionen. Wie gehen Sie damit um? Lots of different negative emotions. So how do you deal with these? There's a Tibetan practice of where you seek the demons within you and then you place them on an altar and feed them. Es gibt eine tibetische Übung, bei der man seine inneren Dämonen ausfindig macht und sie dann im übertragenen Sinne auf einen Altar setzt und füttert. Ich warte also, bis diese Emotionen entstehen, und dann arbeite ich an ihnen. Zum Beispiel unterhalten wir uns in Gruppen darüber, welche Empfindungen aufsteigen. Nicht darüber, wie sie sich in Ordnung bringen lassen. Ich versuche nicht, negative Gefühle wegzustoßen, sondern mich damit zu beschäftigen und diese Dämonen in Götter zu verwandeln. Korrigieren Sie mich, aber ich denke, dass die meisten Menschen, zumindest hier in Deutschland, glauben, Meditation helfe, mit dem inneren Leben zurechtzukommen, sich wohler zu fühlen, vielleicht sogar glücklicher zu werden. Soziales Handeln aber wird als etwas völlig anderes angesehen. Da gibt es klare, rationale Regeln, die einem sagen, wie man handeln soll. Für die meisten aber sind das innere und äußere Leben komplett getrennte Welten. One is for your inner life, the other one is for your outer life. Yeah, that's a very common understanding. And I don't see a distinction between inner and outer life. Ja, das ist eine sehr verbreitete Ansicht. Ich sehe keinen Unterschied zwischen dem inneren und dem äußeren Leben. Ich glaube an das Einssein des Lebens. Moves into one's definition of what inner and outer is. And mein inneres Leben ist das ganze Universum. Also ist mein äußeres Leben das ganze Universum. Normally, at least my understanding is that we all. Ich glaube, dass wir alle dazu neigen, Dinge, die wir für uns selbst tun, zu betonen. So. It's the definition of self, and not so much the definition of self, but the experience. Nicht die Definition, sondern die Erfahrung des Selbst bestimmt, was man als Inneres und Äußeres bezeichnet. Wenn meine Erfahrung die ist, dass mein Körper eins ist, ganz verbunden, werde ich dazu tendieren, das Innere als das zu definieren, was in meinem Gehirn passiert. Aber wenn ich das Einssein des Lebens vertiefe, und darum geht es im Buddhismus, wird das innere Leben zum äußeren Leben. The inner life becomes what other people are calling the outer life. Können Sie einem Kind erklären, was Erleuchtung ist? So with a child it's easy to do koans. When my son was very young. Das einem Kind zu erklären ist einfach, weil es so natürlich ist. Als mein Sohn sehr klein war, erzählte ich ihm ein berühmtes Gleichnis, in dem es um eine Prinzessin geht, die von zu Hause wegläuft, um jemanden zu heiraten, der von ihrer Familie nicht akzeptiert wird.
Sie bekommt ein Kind und dann entschließt sie sich, ihre Eltern zu besuchen. Sie fühlt sich schuldig, weil sie weggelaufen ist und weil ihre Eltern ihre Enkelkinder nie gesehen haben. Dort angekommen, wartet sie in einem Boot mit den Kindern, während ihr Mann an die Tür klopft und sagt: Eure Tochter ist zurück. Die Eltern antworten: Was meinen Sie? Sie ist zurück. Sie ist vor vielen Jahren ins Koma gefallen. Seitdem liegt sie im Bett. Er sagt, das könne nicht sein. Sie seien doch zusammen weggelaufen. Jetzt hätte es ihnen leid und sie hätten die Enkelkinder mitgebracht. Und als die Schlafzimmertür geöffnet wird, erwacht die Frau aus ihrem Koma, das Mädchen aus dem Boot steht auf und sie werden eins. Ich habe die Geschichte meinem Sohn erzählt. Er fragte mich, welche die echte Prinzessin sei. Und dann konnten wir uns über das Getrenntsein unterhalten. Um diese Erfahrung zu machen, erleuchtet zu sein, muss man das loslassen, was dualistisches Denken genannt wird. Immerzu trennen und unterscheiden wir ja die Dinge, du und ich, die Umgebung. Doch wie wird man das unterscheidende Denken los? How do you get rid of that distinction? Yeah, it's not easy, and that's what Buddhism is about. Ja, es ist nicht einfach, aber genau darum geht es im Buddhismus. Innerhalb der verschiedenen buddhistischen Schulen gibt es dazu verschiedene Vorstellungen. Es gibt Schulen, die einem eine bestimmte Lebensweise nahelegen. Andere wiederum arbeiten mit Gesängen, analysieren etwas psychologisch oder meditieren. Und innerhalb dieser Meditationsschulen gibt es wieder viele Untergruppierungen. Die einen sagen, wir lösen das Problem einfach mit einem offenen Geist durch das Sein in der Stille. Andere benutzen Koans, also Rätsel oder Schreien und Schläge, um den Dualismus zu überwinden. Der Buddhismus kennt viele dieser hilfreichen Mittel. Wir nennen sie Upayas. Also sagen Sie, dass wir uns in der Regel in das, was wir erleben, nicht vollständig hineinbegeben. Wir wollen nicht komplett in den Moment oder das Erlebnis eintauchen, das wir gerade haben. Let's put a little bit more nuance into it. That's true. Nun ja, lassen Sie uns etwas genauer unterscheiden. Wenn wir ein Erlebnis als schlecht eingestuft haben, tauchen wir nicht komplett in die Situation ein. Wenn wir aber ein Erlebnis als schön empfunden haben, wollen wir es wiederholen. Das ist wie mit Drogen. Ich muss mehr Drogen konsumieren, um wieder in diesen angenehmen Zustand zu gelangen. Was wir weder bei einer guten noch bei einer schlechten Erfahrung tun, ist, einfach ganz für den Moment offen zu sein. Wir werden von unseren Erwartungen oder Wünschen, entweder zu entkommen oder festzuhalten, angetrieben. Das macht uns letztlich völlig verrückt. Der Buddhismus hat sich immer angepasst, in Indien, in Tibet mit der Bön-Religion, in Japan mit Shintoismus. In China hat er sich mit dem Daoismus verbunden. Nun sieht es so aus, als würde der Buddhismus auch in der westlichen Welt immer mehr Aufmerksamkeit finden. Denken Sie, dass sich jetzt ein eigener westlicher Buddhismus entwickeln wird? Do you think something uniquely Western is going to develop? Definitely. It's developing. And auf jeden Fall. It's developing and at different rates. Er entwickelt sich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich schnell. Ich kann große Unterschiede zwischen dem Buddhismus in Europa, in den USA, in Japan oder in Tibet oder in anderen Ländern erkennen. Zum Beispiel werden der japanische Zen und der japanische Buddhismus vom westlichen Buddhismus stark beeinflusst. Darüber wird auch diskutiert und reflektiert. Is being affected by the Buddhism in the West, and they know it, and they talk about it. Die Welt ist verbunden.
Wenn eine Veränderung an einer Stelle auftritt, beeinflusst sie auch die Welt an einer anderen. Wir haben über Buddhismus in verschiedenen Ländern gesprochen. Kann man, wenn man von der Entwicklung des Buddhismus spricht, nun eine eigene westliche Form ausmachen? Nehmen Sie die USA als Schmelztiegel so vieler verschiedener Nationalitäten und Rassen. So verhält es sich auch mit dem Buddhismus. Er kam in vielen Schattierungen in die Vereinigten Staaten. Unterschiedliche Schulen aus Tibet, unterschiedliche Schulen aus Südostasien. And many of the leading teachers in the United States. Viele der führenden Lehrer in den Vereinigten Staaten haben alle diese unterschiedlichen Traditionen ausgeübt. Das ist in Asien völlig ungewöhnlich. Dort ist die Kultur viel homogener und man lernt, innerhalb einer Tradition zu praktizieren. Jedenfalls kamen all diese verschiedenen Techniken und Traditionen in die USA. Und als Amerikaner nehmen wir all diese Kulturen in uns auf. Und daraus entsteht dann natürlich etwas Neues. We absorb all these cultures, all these ways, and then out of that naturally comes something new. In diesem Sinn ist Buddhismus auch keine Religion und keine Orthodoxie, denn wenn es so wäre, müsste man sich ja Sorgen machen. Well, there are many orthodoxies. So yes, there are many people that are worried a lot. There are many orthodoxies, many conservatives, many progressives. Natürlich gibt es viele Orthodoxe, und die machen sich eine Menge Sorgen. Orthodoxe, viele Konservative, viele, die sich dem Fortschritt verschrieben haben, so wie überall im Leben. Und wir brauchen das alles, um aus diesen Spannungen etwas Neues entstehen zu lassen. Weil sich der Buddhismus in der westlichen Welt verbreitet hat, entwickelt er neue Methoden und Methodologien. Es gibt allerdings Spannungen, denn einige sagen, wir müssten an unvermischten Traditionen festhalten. Nehmen wir mal an, ich wäre Stammkunde im buddhistischen Supermarkt. Wie sollte ich entscheiden, welche Sorte Eis für mich am besten ist? How am I going to decide which is the right kind of ice cream for me? Sure. You'll decide just like you decide on every other thing. Okay. It's whatever feels right to you. Okay. And then you're going to. Man entscheidet das, wie man auch alles andere entscheidet. Man hört auf sein Gefühl, probiert es aus und sagt dann, mag ich oder mag ich nicht. Vielleicht findet man dann die richtige Methode, aber der Lehrer gefällt einem nicht. Sie finden dann Leute, die shoppen gehen. Das trifft aber eher auf die USA zu als auf Europa. Hier sind Traditionen noch wichtiger. In den USA sind die Menschen große Konsumenten und sie wechseln ihre Religionen daher häufiger. Most people are big consumers and they are moving around all the time. In der japanischen Tradition? Japanese tradition, no, you don't move around. Nein, nicht in der japanischen Tradition. Man schaut sich nicht um. My teacher. Man wird in eine bestimmte Tradition hineingeboren. My teacher had three teachers, but one of the very important teachers of my teacher. Mein Lehrer und zwei andere Lehrer, die ihn sehr beeinflusst haben, diese drei Menschen gehörten alle der Soto-Schule an. Aber alle wurden sowohl in der Soto-Tradition wie auch in der Rinzai-Tradition ausgebildet. Exactly. All three of those studied in both Soto and Rinzai, with Soto and Rinzai teachers and Soto and Rinzai schools. All three were heavily criticized. In Japan war das nicht üblich, aber sie taten es einfach. Alle drei wurden dafür heftig kritisiert. Ich schätzte meinen Lehrer deshalb so sehr, weil es in seiner Unterweisung stets die Freiheit gab, unterschiedliche Wege zu betrachten. Er trug es mir sogar auf. Er sagte, er sei der Trittstein, dass er die westliche Kultur nicht kenne, doch dass ich in den Zustand des Nichtwissens und den Zustand des Einsseins des Lebens gelangen sollte, um dann aus meiner Kultur heraus einen neuen Weg zu erschaffen. Das ist normalerweise in Japan nicht üblich.
with from my being, bearing witness to who I am, and out of my culture create the ways. That's how he expressed it to me. That is not common within Japan. Weicht man durch Unstetigkeit in wirklichen Problemen aus? Sicher. Und wenn man sehr unstet ist, gelangt man nicht zu dem Ziel, das ich eben umschrieben habe. And that's what they will do. And they won't come to this place that I'm talking about. You do have to choose where you. Man muss eine Richtung wählen, auf die man seine Energien lenkt. Das heißt nicht, dass man nicht auch jede Menge anderer Dinge tut. Für mich bedeutet sehr unstet sein, dass man nirgendwo tiefer eintaucht, sondern nur so tief, bis man nervös wird und sich sagt, ich muss hier raus. Einer unserer Helden der Zen-Tradition ist ein Mann namens Hote. Er trägt einen großen Sack auf dem Rücken, in dem alles ist, was er braucht. Wenn er in eine ungewohnte Situation gerät, dann legt er erst Zeugnis ab und entscheidet dann, was er aus seinem Beutel nehmen muss, um mit der Situation umzugehen. Wie kam das, was er später brauchen würde, in den Sack? Auf verschiedene Weise, denn er ist prall gefüllt mit einem immensen Wissen. Er studierte an der Universität, machte seinen Doktor, ging auf die Straßen hinaus und las viel. Wir alle haben unterschiedliches Wissen. Je mehr wir davon haben, desto mehr Handlungsoptionen stehen uns offen. Wenn wir jedoch auf einen Weg festgelegt sind, sitzen wir fest und können die Gesamtheit unserer Erfahrungen nicht nutzen. Und wenn nichts in dem Beutel ist, sind wir wiederum in unseren Handlungen beschränkt. Daher denke ich, wir sollten uns viel Wissen aneignen und viele Erfahrungen sammeln, aber Unstetigkeit ist etwas anderes. Das kann ein Problem sein, denn sie wird normalerweise durch Angst verursacht. Ich muss hier raus. Ist das die Geisteshaltung, aus der Greystone und ihr Engagement für die Greystone-Bäckerei entstanden sind? Ja. Ja, was ich gerade beschrieben habe, ist sozusagen die Basis des Greystone-Projekts. Wir arbeiten mit Obdachlosen, mit Einkommensschwachen, mit Drogensüchtigen, mit AIDS-Kranken. All das existiert also immer noch. Das Projekt ist groß und wächst weiter. Als ich damals anfing, hatte New York den höchsten Pro-Kopf-Anteil an Obdachlosen des Landes. Das war 1987. Jetzt ist Obdachlosigkeit kein großes Thema mehr. Sie ist um 75% gesunken. Nicht nur wegen unserer Arbeit, sondern das Projekt wurde zu einem Vorbild und andere begannen ebenfalls, sich zu engagieren. Und es ist ein Modell, nach dessen Vorbild ich eine Zen-Haus-Bewegung gründe. Mit kleineren Projekten auf der ganzen Welt, die sich um die Bedürfnisse der Menschen vor Ort kümmern und auf den buddhistischen Grundlagen nicht wissen, Zeugnis ablegen und liebende Handlungen basieren. Aus Mitgefühl handeln, das ergibt sich, wenn man sich komplett in eine Situation hineinbegibt? Ja, das glaube ich. Also benötigt man keine ethischen Grundsätze dafür. No, it comes out of those two requirements, not knowing. Nein, dazu sind nur zwei Anforderungen nötig: Nichtwissen und Zeugnis ablegen. Um sich in den Zustand des Nichtwissens zu versetzen, muss man sich einer Situation ganz und gar aussetzen und eintauchen. Das geht von einem Moment auf den anderen. Zeugnis ablegen braucht Zeit. Für mich heißt Zeugnis ablegen, sich im Raum der Nicht-Dualität zu bewegen. Wenn man die Dualität nicht überwindet, dann spielt man herum, versucht sich's momentan gut gehen zu lassen, die Alltagsprobleme loszuwerden. Wie entsteht eine solche Änderung der Perspektive? Ist da Glück im Spiel oder alles die Frucht von hartem Training? Very tough training. Both ways. Beides. So the training, the discipline of the training.
Das Training und die Disziplin erhöhen die Wahrscheinlichkeit. Aber das heißt nicht, dass man immer hart dafür trainieren muss. Es gibt viele Beispiele, dass der Perspektivwechsel bei Menschen entstand, die nichts über Buddhismus wussten, ihn nie gelebt oder meditiert haben. Und doch gab es einen Auslöser und sie wurden zu Meistern und Lehrern. Gibt es auch das Gegenteil, dass Menschen trainieren und trainieren und nichts passiert? Viel öfter. Das ist sehr häufig. Dass Menschen sehr viel trainieren, ohne dass etwas passiert. Ich denke, das ist der Fall, weil ihr Training nicht den richtigen Fokus hat. Mein Fokus lag auf der Zen-Tradition und ich erinnere mich an ein Buch, das Erleuchtungserfahrungen erklärte und wie man mit sogenannten Koans arbeitet. Es hieß die drei Pfeiler des Zen. Und ein paar Jahre nachdem es erschienen war, kam jemand zu unserem Zendo, der es gelesen hatte und damit übte. Er hatte Kopfschmerzen, er hatte Probleme mit der Sicht. Kurz, 2 oder 3 Jahre lang arbeitete er mit einem falschen Fokus. Er saß im ganzen Lotussitz, er machte so vieles. Von außen betrachtet würde man sagen, was für ein wunderbarer Schüler. Aber er hatte keinen Lehrer und er hatte keine anderen Einflüsse außer dem, was er in dem Buch gelesen hatte und seinen Vorstellungen dazu. Er tat Dinge auf seine Weise und das rief eher Probleme hervor, als dass es half. Wir mussten 1 Jahr damit zubringen, ihn zu entkonditionieren, weil alles so tief in seiner gesamten Lebensweise verankert war. Er musste loslassen. Im Zen benutzen wir diesen Ausdruck sehr oft, loslassen. Das bedeutet, Wege zu finden, wie wir jemandem helfen können, in einen Zustand des Nichtwissens zu gelangen. Man muss die Dinge loslassen, an die man gebunden ist. Sie nicht wegwerfen, sondern die Bindungen an sie loslassen. Das ist mein Verständnis. Wenn es aus dem Geist der Nicht-Dualität geschieht, ist es buddhistische Praxis. Ich kann arbeiten, studieren, mit der Gesamtheit des Lebens umgehen, engagiert handeln. Gleich ob es nun die Künste oder die Umwelt betrifft. Wenn es aus der Haltung des Nicht-Dualismus kommt, dann ist es für mich buddhistische Praxis. Wenn es nur die äußere Form ist, ohne diesen Zustand der Überwindung der Dualität, dann nenne ich es nicht Übung. Es ist dann nur eine Technik. Vielen herzlichen Dank.